Also die Show ist noch nicht mal 7 Minuten alt und jetzt sollt ihr auch schon abhauen. Und zwar noch nicht mal durch die Studiotür, sondern am besten durch die Fenster. Ob ihr schon mal ein- oder ausgestiegen seid, das klären wir gleich. Aber hier ist es, unser erstes Match. Trespass. Ja, ihr seht es schon, das Spielfeld steht und ihr seht Fenster in verschiedenen Höhen. Da müsst ihr durch und wieder raus und dadurch könnt ihr dann Punkte gewinnen. Kurze Frage, wer von euch hat schon mal einen Schlüssel vergessen und musste durchs Fenster einsteigen? Aussteigen eher. Aussteigen, also hast du gar nicht den Schlüssel vergessen? Als Jugendlicher war schon mal so, wenn man dann nachts nicht raus durfte, dann musste man halt... das 3-Punkte-Fenster nehmen und da rausklettern. Ja. Liebe Eltern, wir entschuldigen uns von jetzt noch. Kathi, du etwa? Ja, nein. Ich auch. Du bist doch immer perfekt organisiert. Ja, da war ich 10. Ich bin von der Schule gekommen und habe meinen Schlüssel vergessen und dann bin ich übers Dach geklettert, über den Balkon. Das Problem war nur, es war Winter und es war eisig. Hingekommen zum Fenster bin ich, aber dann war es doch zu. Und dann saß ich da und dann musste die Feuerwehr kommen und mich runterholen. Ihr geht jetzt bitte zu euren Teams und beratet euch schon mal, wer fängt und wer geht durch die Fenster und wer nicht. Tragt das bitte alles in euren Computern ein, die ihr vor euch habt. Und die Regeln dazu gibt es von uns gratis natürlich mit dazu. 4 Läufer versuchen so oft wie möglich, die unterschiedlich hohen Öffnungen 3er Hindernisse zu durchqueren. Dabei werden sie von einem gegnerischen Fänger verfolgt. Die oberste Öffnung zählt 3 Punkte, die mittlere 1 Punkt und die unterste 2 Punkte. Doppelte Durchquerungen werden nicht gezählt. Gelingt dem Fänger ein Catch, muss der Läufer das Spielfeld verlassen. Das Spiel endet nach 60 Sekunden oder wenn alle 4 Läufer gefangen wurden. Das Team mit den meisten Durchquerungspunkten erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden Teams 10 und 5. 5 Bonuspunkte gibt es für das Team, dessen Spieler alle 4 Läufer am schnellsten fangen kann. Also, wenn diese Menschen in ihrer Nachbarschaft wohnen, sollten sie ihre Fenster auf jeden Fall immer gut geschlossen halten. Wir schauen jetzt mal an, wer denn fängt und wer wegläuft, also wer dann durch die Fenster springen muss. Und wir sehen, das erste Duell ist ein Sängerduell. Team Vincent Weiss fängt Team Pietro Lombardi und da geht Pete für uns an den Start. Bitte macht euch bereit, geht auf eure Position. Alle sind bereit und er wirft jetzt auch seine Stimmbänder an. Der einzig wahre Mann für jeden Catch und jedes Match, Jan Platte. Andrea, vielen Dank. Ja, auch von mir hier oben, von einem der schönsten Arbeitsplätze im deutschen Fernsehen noch mal ein ganz herzliches Hallo. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass es wieder losgeht. Kommt rein in die Catch-Manege. Pete ist der Erste, der fängt für das gelbe Team. Stellt euch auf, Pete ist bereit. Auf geht's, Pietro! Also los geht dieser Catch-Abend jetzt spielerisch mit Trespass. Drei, zwei, eins, Catch. Wir haben Pete ja schon ein bisschen kennengelernt, bei dem wissen wir, alle Systeme sind im Prinzip gleich hochgefahren. Er sucht sich Benny aus als Ersten und genau, Orange macht es gut. Ihr müsst im Team arbeiten, Punkte sammeln auch. Das ist klasse von Dario, der jetzt abhauen muss. Dario als Erster gefangen. Jeder, der nicht Pietes Atem spürt, muss Punkte. Pete orientiert sich kurz, klasse von Aline. Ja, und die Jungs können punkten, weil du bist wahnsinnig gut unterwegs. Sie nimmt Pete mit auf die äußere Runde. Los, unten durch, Pietro, genau, das sind 2 Punkte. Aline ist gecatcht, jetzt sind es 2 gegen 1. Benny in höchsten Höhen. Aber da hat Pete ihn jetzt auch, die letzten 19 Sekunden. Pete pumpt schon ganz ordentlich. Und Pietro ist der Letzte, der für Orange da ist. Auf dem Parcours hat nochmal 2 Punkte gemacht, aber dann gefangen worden. Was für ein wunderbarer Auftakt in diesem Catch-Abend. 10 Sekunden vor dem Ende hatte Pizzi dann alle 4 eingesammelt. Wir sehen es nochmal. Dario, der da ab durch die Mitte haut, dann aber erwischt wird als Erstes. Guter Start von Team Orange. Also 22, untenrum 8. Durch die Mitte und 4-mal habt ihr es geschafft, obenrum durchzukommen. Das sind dann 12. In Summe macht das fürs Team Pietro 42 Punkte. Und jetzt seid ihr dran, Pietro und Sam.
Pedro Schwerenschnaufen, die letzte Billardkugel im Rennen. Wie hast du das gemacht? Du hast vorhin einen Witz über deine Figur gemacht. Du hast dich am besten geschlagen. Wortwörtlich Kugel, Alter. Ich bin tot. Aber du bist gut rumgerollt. Du bist oft unten durch. Hast du gedacht, du nimmst den Weg, der am nächsten am Boden ist, damit du liegen bleiben kannst? Ja, ich wollte nicht hängen bleiben. Und mehr Punkt und einfacher. Ach. Ich glaube, der muss auf jeden Fall mal durchatmen. Es kommt nichts mehr an. Jan Platte, schauen wir uns mal Lauf 2 an. Da sieht man es nochmal, dein letzter Taucher. Es war sehr gut, Pedro. Ich bin schwer beeindruckt. Applaus. Der zweite Lauf. Wir sind bereit. Christian ist es auch. Der steht da schon in der Mitte für Lauf 2 bei Trespass. 3, 2, 1, Catch. Also Christian mit der kurzen Orientierung und dann die Frage, wen nimmt er sich als erstes? Dann wird gestolpert und gefangen nach ein paar Sekunden. Ist viel unterwegs, sorgt dafür, dass keiner irgendwie ruhig durch die Öffnungen, die Fenster rutschen oder springen kann. Kati 2 Punkte gesichert, aber sie muss jetzt raus. 2 noch da und 35 Sekunden Zeit. Dean oder Andi, wen suchst du dir aus? Ja, er macht das auch gut, das ist clever. Taktisch auch von Christian. Schon ein bisschen beißen muss, neulich erfolgreich Marathon gelaufen. Jetzt auf einem kurzen Weg mit einem Zwischensprint erfolgreich. Auch den hat er rausgenommen. Ja, und jetzt stellt er ihn. Jetzt kann er es auch taktisch machen. Gut, Christian. Andi muss eigentlich noch so ein bisschen mal seine Spritzigkeit ausspielen. Unten durch, 60 cm die Öffnung, er kommt durch, aber top. Wie Christian da antizipiert und auch noch zuschlägt. Ganz ähnlich wie im Lauf zuvor. 11 Sekunden, diesmal noch auf der Uhr. Gleich gut angefangen. Zwar einmal kurz ins Stolpern gekommen, aber dann liegt da Matze. Große Leistung. Auch von Christian Düren. Wir gucken auf die Punkte. 30 Punkte unten. 5 durch die Mitte. 6 auf 2 bis 3 Meter Höhe. Macht in Summe 41 Zähler fürs Team. Kati und Simon ist dran. Ja, ich habe mir erstmal Matze, ich lasse Christian Wahnsinnsleistung, ich lasse dich erstmal durchatmen. Du bist Hochspringer. Ich dachte ehrlich gesagt, dass du die ganze Zeit einfach durch diese 3 Punkte einen Fosbury-Flop machst. Ja, wollte ich, aber der Christian war so schnell, ich konnte mich nicht entscheiden, dann war das Team immer im Weg und dann muss man echt aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig hier verletzt oder so. Und dann habe ich gedacht, so, dann glaube ich, will ich lieber zurück. Das stimmt, ich gehe mal eher auf meine Körpergröße. Nee, stimmt auch nicht. Aber Christian, Wahnsinnsleistung. Du bist der Torhüter, fangen liegt dir anscheinend. Boah, aber ich muss ehrlicherweise sagen, du stehst ja vor denen. Der grinst dich noch an, blöd. Ja, guck dich an und denkst, das gibt's doch gar nicht. Und irgendwann bist du nur noch am Pumpen. Also es war brutal. Ich grinse dich auch an, aber mich hättest du auch gefangen. Deswegen pumpt erstmal zu Ende und du floppt da hier rüber und ich gebe ab zu Jan Platte. Danke. Silke, auf deine Position. Vincent auch. Los geht's. Norman, der Fänger fürs Team Türkis, fürs Team von Kati. 3, 2, 1, Catch. Zuerst ja, gibt's den schnellsten Catch jetzt vorne weg. Noel ist nicht mehr mit dabei. Silke nicht gefangen worden. Das war hauchzart. Oh, jetzt liegen da 2. Silke weg. Achtung, kein grobes Fangen. Und wie viel Tempo kann man unterrühren? Wahnsinn, Norman! Du kannst allerdings nicht punkten, wenn du da unten durchrutschst. Aber das ist jetzt mal die neue Art. Jetzt wird die ganze Zeit mit Geschwindigkeit gefangen. Vincent ist noch da. Aber die Frage ist, wie lange noch? Sind noch 30 Sekunden, er hat ihn. Wow! Ein Allesfänger. Und das sind 32 Sekunden. Norman, einer der besten Parcours, ja auch in den letzten Jahren gewesen. Und wir sehen... Er hat in Sachen Fangfähigkeiten nichts verlernt. Letzte Staffel großartig unterwegs gewesen. Silke rutscht ihm da praktisch in den Fangweg rein und dann kommt auch Vincent nicht mehr weg. Wir gucken eben auf die Punkte, ja? Fürs Team Vincent. Fürs Team in Gelb gibt es 26 Punkte. Bis jetzt die geringste Ausbeute. 16, 4, 6. Das sind die drei Zahlen, die gemeinsam eine 26 ergeben. Robert steht da. Rugby-Spieler seit 20 Jahren. Macht sich jetzt gleich darauf, die 4 in Lila zu fangen. Und jetzt geht's los mit Lauf 4 bei Trespass. 3,
2, 1, Catch. Sprinten, Wendigkeit, Schnelligkeit, da gibt sich Robert in alle viele Punkte. Die ersten zwei Catches sprechen für diese Selbsteinschätzung. Aber jetzt hat er sich einen schwierigen Gegner ausgesucht. Denn das ist eines der größten Bewegungstalente, was wir haben. Dennis ist nicht zu catchen und sorgt dafür, dass Ed, der da jetzt Robert beschäftigt, punkten kann. Ja, teilt euch auf, Ed und Dennis. Zwei gegen einen. Er hat ihn berührt. Und das ist jetzt natürlich entscheidend, um sie davon abzuhalten, noch mehr zu punkten. Es sind noch 25 Sekunden, ja. Jetzt kann er so einen kleinen Steh-Catch-Blues draus machen, ohne viel Bewegung. Du musst dich was trauen, Dennis. Wenn machst du Tempo, genauso ist es. Du musst noch ein paar Punkte holen für dein Team. Es sind noch 8 Sekunden. Irgendwo mit Geschwindigkeit und mit einem der Moves, er will, quäppelt ein und kommt aber nicht weit. Gut zugeschlagen von Robert. Und wir wissen ganz gewiss, jeder ist warm nach diesem ersten Spiel auf flotten Sohlen unterwegs. Robert als letztes gibt's Dennis, der dran glauben muss. Wir gucken auf die Zähler. Die es gab fürs Team von Christian 37. Also 5-mal unten durchgekommen. Dann 9 durch die Mitte. 18 Punkte oben macht 37. Großartig. Das ist nur eine Minute Rennen, aber die hat es wirklich in sich. Aber es wird mit Punkten belohnt und auf genau diese Punkte, beziehungsweise erstmal die Durchquerungen, auf die gucken wir. Und da sehen wir, richtig gut geschlagen hat sich der Kugelblitz, der sich selbst als langsam bezeichnet hat. Team Pietro, 42 Durchquerungen, Team Kati 41. Das bedeutet 20 Punkte für Team Pietro. Team Kati bekommt 10 Punkte. Team Christian bekommt 5 Punkte und wir haben auch noch natürlich einen Bonuspunkt, beziehungsweise 5 Bonuspunkte und die gibt es für den schnellsten Catch von allen und das war Norman für Team Kati. Da gibt es nochmal 5 Punkte obendrauf und wir sehen dann im Gesamtpunktestand, sieht das wie folgt aus. Da ist an der Spitze Team Pietro Lombardi, holla die Waldfee. Merkt euch mein Name.